In Ordnung. Magna Graecia. Hier wird es aber schon besser. Genau. Eigenschaft erhalten. Gefährlich. Oh. Wenn mein Vater, Jupiter, davon hört. Würde dir das Fell über die Ohren ziehen und ich werde zusehen. Minus 4 Autorität, plus 2 Hingabe. Da müssen wir mühsam ausgleichen, diese ganzen Verluste. Und in Sardinia et Corsica gibt es einen Bevölkerungsüberschuss. Das passt perfekt zu unserem freien Bauplatz. Okay. Hier könnten wir leicht mehr Industriewohlstand generieren. Oder was anderes? Was würde Sinn machen hier? Bibliothek haben wir schon. Also hier macht es nur Sinn, Alalia eben aufzurüsten. Komm. Alalia ist jetzt gleich voll aufgerüstet. Die erste Stadt übrigens in unserem ganzen Reich. Und ich glaube, hier könnte man mal eine Villa bauen wieder. Nahrung haben wir aber auch genug. Aber Nahrung, es gibt auch viele Gebäude, die Nahrung kosten. Und den Rest brauche ich hier nicht. Geweihter Boden, ja gut, da kann man noch einen zweiten Tempel bauen, aber... Nee, nee, Villa ist schon gut. Und hier bauen wir dann... eine Vorstadt für mehr Industriewohlstand. Das ist auch gut. Das können wir auch umrüsten. Dafür haben wir noch 200 Goldstücke gekommen. Das ist gut. Und das vielleicht auch. Dafür haben wir auch noch Geld. Guck. Rüsten eben diese Verwaltungsgebäude um. Baubericht. Hafen in Libyon. Öffentliches Wohnung im Brundisium. Ja, den können wir natürlich auch gebrauchen. Können wir aber auch nächste Runde bauen. Dann haben wir nämlich das schöne... den schönen Effekt, dass das und das und das dann zu dritt fertig wird. Dann haben wir einen richtig geilen Geldeffekt auf einen Schlag. Und hier war auch noch irgendwas. Brundisium, genau, das öffentliche Forum. Da könnte man jetzt... Viehhändler soll da hin, genau, der Viehhändler, ganz wichtig. Der bringt ordentlich Kohle. Und wenn dann hier in Lilibion und in Syrakus jeweils noch einmal Ställe fertig sind... Viehstelle, geht das auch noch schneller. Und Cosentia, da wird erstmal nichts gebaut, lange Zeit. Weil da haben wir schon den Viehstall. Italia hat eine ermutigte Bevölkerung, ich sagte es bereits. Jetzt haben wir plus 3 Wachstum pro Runde und plus 4% Steuersatz. Das finde ich sehr gut. Und die Panem et Circenses wirken da auch echt stark. Das kann man nicht anders sagen. Ihr kriegt... ihr könnt noch einmal ohne den Feuertopf haben, oder? Guck, was machen die Gegner? Die... Libya kommen, aber nicht so stark. Syrakus, ja, die sind in den letzten Zügen. Und ansonsten passiert hier nicht so viel. Hier haben wir... hier haben wir eine große karthagische Flotte. Die phönizischen Wanderer nennen sie sich. Deswegen ist das gut, wenn unsere Armeen hier bleiben. Ich rüste sie noch mal ein bisschen auf. Schritt für Schritt. Nur noch 2 Hastati fehlen. Und die bleiben auch da, wo sie sind. Natürlich wäre es schön, jetzt hier bessere Rekrutierungsoptionen zu haben. Oder man könnte noch eine neue Armee aufstellen. Streitmächte aufstellen. Wir haben leider keinen aus unserem eigenen Haus zu zahlen. Das ist echt ärgerlich. Den würde ich ja gerne adoptieren. Parteiführer können nicht übernommen werden. Okay, das ist auch ein Parteichef. Er ist kein Parteichef. Ihr habt nicht genügend Gold. Admiral. Ja, das bringt eh nichts, weil er sowieso schon unterwegs ist. Haben wir denn nicht mehr Leute? Aufzeichnung. Huch. Nee, nee, nee. Ja. Sichere Beförderung. Oh, was bringt das denn? Minus 6 Senatoren, minus 5 Unterhalt für alle Landeinheiten. Nächste Stufe Militärtribun. Was ist das für einer? Marsilius Attilius Regulus. Wo sitzt denn der? Ist das der hier? Oha. Das klingt ja verlockend. Minus 5% Unterhalt für alle Landeinheiten. Minus 6 Senatoren, das können wir uns mal leisten. Das machen wir auch. Beförderung gesichert. Unser Einfluss ist dadurch nochmal gestiegen. Ja, super. Das ist toll. Ja, weil er eben, klar. Weil sie geglückt ist, schätze ich mal. Das finde ich sehr gut. Edil, aha. Okay. Das war ja kostenlos. Finde ich gut. Das ist ja gut. Ah. Durch seine ganze fette Gravitas bringt er uns doch noch mehr Senatoren. Und
mehr Einfluss. Und er hat geringere Unterhaltskosten. Habt ihr gesehen? Hier, nochmal 200 Goldstücke mehr in der Runde ungefähr. Dadurch, dass deine Truppen weniger Geld kosten. Finde ich gut. Finde ich gut. Gut, nächste Runde. Mal sehen, was Libyen und Karthago machen und ob Syrakus endlich stirbt. Sie bewegt sich noch weiter. Ja, Karthago ist ja echt enttäuschend. Also die Stadt, vor allem, aber auch der Staat. Aber man soll es auch nicht beschreien. Libyen hat irgendwas gemacht. So. Neu-Karthago ist auch noch da, aber etwas weiter weg, vor allem in Spanien und im westlichen Nordafrika, Marokko und so aktiv. Ah, nur drei Ereignisnachrichten, das ist mal eine entspannende Sache. Besorgte Bevölkerung in Magna Graecia, was aber schon eine Steigerung wieder mal bedeutet. Wir haben einen Bevölkerungsüberschuss in Italia. Hey, cool. Ja, jetzt die Frage. Jetzt einsetzen oder warten, bis Roma seinen nächsten hat? Aktuelle Wachstumsrate 19 Punkte. Bei 4 gesammelten Wachstum sind das 4 Runden vielleicht sogar? Ne, 5 Runden, oder? 5 Runden oder 6? 5 oder 6 Runden, ja. Mal gucken. Oder halt jetzt Neapel und dann die nächste Viehweide. Also viel bringt die auch nicht, ne? Dann lieber das hier und also noch warten und dann irgendwann die Aquädukt-Technologie machen. Villa in Alalia. Gut. Wird aufgerüstet. Ja, zu was eigentlich? Bringt alles nicht so viel. Lass ich erstmal bleiben. Karalis ist ja Karalis. So, Libyen. Er hat seine Flotte kaum verschoben. Libysche Speerträger. Okay, libysche Hopliten. Ebenfalls libysche Hopliten und eine karthagische Hopliten. Ja, die sollten eigentlich bald mal weg sein, oder? Auf jeden Fall tun sie so gut wie nichts mehr. Ich glaube, ich hole die zweite jetzt auch an Land. Noch eine Flotte. Hannos Navigatoren. Mhm. Und sie guckt hier rum und sammelt mal Erfahrung. Und die karthagische Flotte hat sich zumindest nicht näher auf uns zubewegt. Ich rüste die beiden Legionäre, Hastati noch zu Legionären auf. Sehr gut, eine komplette Legionärsarmee. Haha, die ist jetzt stark. Und wir können hier tatsächlich jetzt noch eine zentrale Armee gebrauchen in Rom. Wenigstens als für alle Fälle vorhandene Streitmacht. Kostet auch nur wenig Geld und ich kann die am Bedarf dann aufrüsten. Kann die dann andere Häuser, unter andere Häuser. Mal gucken, wer ist besser. Das Baukosten und Verstärkungsrate für alle Einheiten. Und Moral. Ja, Moral ist ja fast schon wichtiger für so einen General. Allerdings ist der vor allem vielleicht auch hier einzusetzen. Und Verstärkungsrate ist auch eine super Sache. Und Baukosten für sanitäre Anlagen, wenn ich tatsächlich noch ein Aquädukt baue, wäre das ja auch nicht schlecht. Nehmen wir doch mal in Rom. Mit der Klasse. Oder mit der. Oh, ja, ich will ja eigentlich den mobilen General lieber, ne? Kostet auch weniger Unterhalt. So. Direkt in Rom. Sorgt auch nochmal dazu, dass er jetzt durch den Charakter nochmal 2 Punkte mehr bei öffentlicher Ordnung hat. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Und wir könnten jetzt langsam mal einen Würdenträger rekrutieren. Agenten. Würdenträger. Die Werte sind gleich. Kulturelle Propaganda. Oha, der ist also vor allem kulturell geprägt und er ist Baukosten. Oh, und Panem et Cicensis Erlass. Dann nehmen wir den nochmal und stellen ihn in Rom auf. Und wenn er es am Verwalten ist, nächste Runde, kann er richtig loslegen. Das restliche Geld möchte ich gerne mitnehmen. Und in einer Runde haben wir dann auch die Wasserschleusen. Noch mehr Wachstum. Hey, es läuft. Leute, es läuft. Es läuft sehr gut. Bin sehr zufrieden. Die Regionen sind weitgehend sicher. Und nächste Runde haben wir auch eine ganze Reihe neue Gebäude fertig. Ach, das wollten wir auch noch aufrüsten hier. Ah, das wollten wir noch aufrüsten. Das stimmt. Aber hier haben wir jetzt nichts irgendwie gebaut, was wir wieder bleiben lassen könnten. Nee. Athen.
ADAE. Und die Rippen. Ach du Scheiße, die sind richtig groß geworden. In nur einer Runde. Wenn ich jetzt angreife, was passiert da? Ha, wir gewinnen, weil wir Alliierte haben. Athen, die kommen ja gerade recht. Das machen wir schön automatisch. Roari, also unsere ganze Garnison, kommt auch. Dann machen wir das doch mal automatisch. Aggressiv. Ja, die ist in einem Schlag weg. Tschüssi. Das waren böse Rebellen. Die wollte ich gar nicht haben. Die könnte man mal versklaven. Oder man könnte sie töten. Ich meine, das sind riesige Rebellen. Machen wir das. So, Rang erhöht. So, schön blutrünstig die ganze Angelegenheit. Upsi, Quatsch. An Land. Oh, die muss ich aber erstmal hier regenerieren. Uiuiui. Du kriegst noch mehr Autorität. Und die hat ja ordentlich was abbekommen hier. Ui, das sind, die braucht nur 2 Runden oder 3 Runden, bis sie verstärkt ist. Okay. Öffentliche Ordnung jetzt plus 18. Das ist gut. Und wenn wir das so erledigt haben, dann können wir jetzt, glaube ich, auch gleich weiter in die nächste Runde. Die noch in den Spionagemodus. Und los geht's. Karthago macht nichts Erkennbares. Die müssten außer Caralis, Lilibayon und Karthago noch Katadasht und Ebesos haben. Beides in Spanien. Also es wäre sehr verlockend, natürlich Karthago bereits jetzt zu erobern, ne? So. Libyen bewegt seine Flotten. Also Libyen ist für mich zurzeit fast schon gefährlicher als Karthago. Neu-Karthago ist noch ein Gegner, der für uns große Unklarheiten bereithält. Die Wolzee. Forschung abgeschlossen. Wasserschleusen. Eine sehr gute Forschung. Nicht mehr möglich. Verdammt. Die Marsilier haben ihr Handelsabkommen gekündigt. Ja, weil hier Karthago das erobert hat. Ich sehe schon. Okay, Karthago hat hier im Westen seine Armeen. Ja. Syrakus wurde zerstört. Hat sich aufgelöst. Schön. Die Flotte ist jetzt endgültig weg. Und du guckst mal hier. Das ist doch alles Unsinn. Schiffsbaukosten ist auch Unsinn. Panepetzizens, Ruhe. Okay. Und du gehst jetzt mal hier hin. Und dann in die öffentliche Verwaltung. Mal sehen, was das bringt. 100 Goldstücke mehr immerhin. Und öffentliche Ordnung müsste eigentlich auch steigen, oder? Hat doch hier Charaktere. Ach, das, ach genau, das war gerade eben 8 und jetzt 11. Das ist schon automatisch mit eingeflossen, aber erst nach der ersten Runde. Okay, verstehe. Alles positiv. Alles positiv. Plus 1 Wachstum pro Runde, genau. Dafür sorgt er nämlich, genau. Das wird sozusagen hier abgerechnet. Also die plus 7 statt plus 4 ist durch den Agenten und das Wachstum ist, glaube ich, durch ihm bedingt, oder? Wie war das? Genau, plus 1 Wachstum pro Runde bei dem Erlass. Haushalt. Er könnte... Er hat bereits geheiratet. Ehrgeizige Ehefrau. Nein, mein Liebster. Die anderen halten dich aus Neid zurück. Und ein Haushalt braucht auch noch etwas mehr Autorität. Wäre mir ganz lieb. Gibt es doch bestimmt irgendjemanden, oder? Nee, Flotte nicht. Das ist ja doof. Dann nehmen wir die Gravitas. Durch den freien Klienten. Gut. Das finde ich alles schön. Das ist natürlich nicht so. Träge. Plus 2 List, minus 1 Autorität. Ja, gut. Okay. Und hier wächst die Provinz natürlich auch weiter. Genau, aktuelle Wachstumsrate 23. Dann haben wir das ja in 4 Runden. 4 Runden, warte mal. 1, 2. Ja, in 4 Runden. Baubericht, römischer Weiler in Lilibayon. Das finde ich gut. Und ebenfalls dort Schrein des Neptun. Okay. Und den Hafen könnte man jetzt auch aufrüsten hier. Kostet aber, dann ist unser ganzes Geld schon wieder weg. Und in Caralis hatten wir Bibliothek, sehr schön, und eine Vorstadt. Auch sehr schön. Genau.
Das beschleunigt unsere Forschungsrate. Ups, falscher Button. Das ist die Forschung. Jetzt haben wir schon eine Forschungsrate von, wie viel Prozent? 111. Wir könnten jetzt hier noch weitermachen. Konstruktion 1 würde dann noch abgeschlossen werden. Bringt nochmal minus 3% Baukosten. Okay, machen wir das doch. Aquädukt möchte ich bald mal bauen und deswegen erforschen wir jetzt die Technologie Beton. Beton. Damals. Na gut, glaube ich jetzt einfach mal. Klingt so ein bisschen strange, dass es damals schon Beton gegeben haben soll.